Hallo und willkommen zurück zu Anno 2205. Ich habe ein bisschen gebastelt, gedoktert und ganz viel Geld ausgegeben, aber wir sehen es hier schon. Es ist von Erfolg gekrönt. Und was von Erfolg gekrönt wurde, das zeige ich euch gleich. Denn ich musste meine Spielweise ein klein wenig oder ein klein wenig mehr im Sinne von massivst umbauen. Denn dadurch, dass es weniger Arbeitskraft gibt, dass es in diesem Schwierigkeitsgrad weniger... Das sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Alles? Na, ist ja egal. Dass es weniger Arbeitskraft gibt, dass es weniger Kredit gibt, Credits gibt hier, Umsatz, Mieten oder Steuern in dem Falle von denjenigen Siedlern, die bei uns arbeiten oder von unseren Arbeitern, müssen wir zwangsläufig auf den Weltmarkt zugreifen. Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Dankeschön. Und ihr seht es hier gerade, ich habe drei voll ausgebaute Luxuskostmanufakturen und ich verkaufe 150 Luxuskost für 30.000, also 30.624 Warenumsatz. Minus die Fahrzeugkosten, wobei die auch nicht ganz so richtig sind. Also ich transportiere von Arktis nach Tundra angeblich für 250 Fahrzeugkosten, aber sobald ich das Ding mache, sind es 1500. Also vermutlich wird das auch durch den Schwierigkeitsgrad entsprechend angepasst und wir sehen es nicht, aber 319 Luxuskost, also pro Luxuskost und wir... Gute Entscheidung. Liefern 150, das ist ein bisschen was und das gibt uns hier auf jeden Fall auch einen ganz großen Puffer, den wir aber auch benötigen. Ich bin nur jetzt etwas zwiegespalten, ob wir zum Mond gehen sollen oder nicht vielleicht doch zuerst einmal die Intelliware zusammenbasteln. Das, warum ich zwiegespalten bin, ist nämlich folgende. Wir brauchen so viel. Also wir brauchen Flachs, wir brauchen Siliziumminen, welche wiederum die Mikrofabrikationshallen, schweres Wort, für die Mikrochips und selbige dann für die Nanotextilfabrik, um letztendlich die Intelliware produzieren zu können. Zwei Mikrochips, vier Flachsfaser. Und wir brauchen mittlerweile 35. Die Zahlen sehen gut aus. Oder sowas? Ich weiß hier. Nicht. 38 sogar, also fast 40 Intelliware, um diese Manager zufriedenstellen zu können. Ist jetzt die Frage, sollen wir das machen oder sollen wir weiter auf in den Vanha-Ebenen arbeiten? Ich weiß es nicht. Ich würde aber mal sagen, einfach so aus dem Bauch heraus entschieden, weil ich möchte jetzt so langsam aber sicher auch gerne mal zur Börse. Aber hallo, ich hätte gerne Wildwater Bay vorher noch, bevor wir zur Börse gehen. Weil ich einfach keine Lust habe, irgendwie aufgekauft zu werden, während ich auf Wildwater Bay warte. So, hier haben wir die Trockenlegungspumpe. Das Ding ist mittlerweile fertig. Aber wir brauchen noch Iridium. Muss ich mir noch ein bisschen Iridium besorgen. Ziemlicher Landgewinn, was? Ganz viel Landgewinn. So. Und das Physikinstitut habe ich auch schon aufgestellt. Dachte ich mir, kann ich mir mal leisten. Und wir sehen hier schon 100%. Unerfülltes, das heißt, sehr gut dabei. Schön, Sie wiederzusehen. Ach ja, der ist auch fertig. Sehe ich Sie sowieso ständig. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Das habe ich sogar beinahe schon befürchtet, denn jetzt kostet uns alles mehr. Ich glaube, das ist in der, ist das in der Arktik-Region? Minus 3, minus 2, plus 3. Alle Systeme laufen reibungslos. Lass mich mal gucken, das ist plus 15% erhöhte Arbeitskraft, 5% Warenverbrauch in Arktis, Tundra und auf dem Mond. Na, wie gut, dass wir das jetzt machen. Dauert 2 Stunden. Eventuell lasse ich das auch einfach gerade mal. Das kann ich später machen.
komm, ich lass mal kurz laufen, weil wir brauchen es ja sowieso. Fehlende Waren. S in dem Falle die Forschung. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ich überlege gerade, wie bringe ich das jetzt rüber? Ich denke gerade. Nein! Naja, irgendwas muss ich ja mit meinen 1,7 Millionen ausrichten. Und wenn es einfach nur permanent Straßen verbauen ist. So, dann gib mir den mal hier runter. Wobei, ich könnte den auch... Ich glaube, so wäre der dann. Dann machen wir nämlich Folgendes. Dann machen wir das so. Und hier kommen Fische. Bring mir doch nicht immer rein, wenn ich hier machen will, du Typ. So, plus 6. Plus 3. Haben wir noch was übrig, wo wir dazu bauen? Ja, haben wir noch übrig, wo wir dazu bauen können. So, 0, 2. Lassen wir das so? Ja, lass mal mal so. Sollte erstmal reichen. Und dann geht es hoch zum Mond. An den Verkäufen ändert sich jetzt für uns erstmal nicht so viel. Also die Luxuskosten muss ich zwangsläufig verkaufen. Ansonsten bringt mir das nichts. Und hier wird jetzt, da kann ich den sogar schon direkt bauen. Mondeiserz. Ja, 3000. Da geht's schon los. 4. Bereit fürs Grab. Und 4. Oder auch nicht. Da habe ich schon wieder Mist gebaut. So. Hier ist es nämlich genauso wie auch in der Arktis, wie auch auf... Nee, eigentlich wie in der Arktis. Wir haben ja hier den Schild, also quasi eine Baubegrenzung. Sobald ich außerhalb dieser Baubegrenzung bin, ist es nicht ganz so gut für mich bzw. für meine Siedler, denn dann kriegen sie die Meteoriten auf den Kopf. Und das zahlt keine Versicherung. Das sind nämlich zu viele Kopfschmerztabletten. 2, 4, 5, sind das 5? 2, 3, 4, 5, ja, sind 5. So, sind 5, 2, 3, 4, 5. Einfach nur, damit ich mal einen Anfang habe. Der Rest kann mir relativ egal sein. Gerade. Mondeis und Sauer. Endlich. In diesem Sektor befindet sich die erste Kolonie, die den Vorgaben des Mondlizenzierungsprogramms entspricht. Oh, kein gut. Grund zur Klage. Dankeschön. Vergessen Sie aber nicht unsere gute alte Erde. Um Ihre Monderträge runterzuschicken, müssen Sie weitere Landeplätze für Frachtshuttles errichten. Ach ja, muss ich das. So, jetzt brauche ich aber Energie. Dafür brauche ich Titan. Und für das Titan brauche ich... Was hier? Und der hier ist auch nicht so schlecht. Da haben wir jetzt zu wenig Arbeiter. Für das Allgemeinwohl sind Opfer nötig. Oh, ist das? Jedes Mal, wenn ich anfangen will, irgendwas zu machen, kommt dieser Penner um die Ecke. Jedes Mal dasselbe Theater. Sind unterwegs. Also mittlerweile ist es wirklich hauptsächlich nervig. Koordinaten bestätigt.
den Knaben da im Gange immer wieder im Sektor zu haben oder in den Sektoren. Grünes Licht. Er kommt in den gemäßigten sowie in den Arktis-Sektoren. Ach nee, ihr wollt den Kaliber. Ist das wahr? Volle Kraft voraus. Also die Zeitraffer-Funktion ist wundervoll. Ich könnte dieses Spiel, glaube ich, nicht ohne spielen. Ziel bestätigt. Es kommt in dem Falle auch wirklich drauf an, was für eine Stufe unsere Schiffe haben. Also ich habe jetzt die Turtle, hier die Tankschiffe sind, glaube ich, Stufe 2. Beide, ich glaube eins sogar Stufe 3. Und das merkt man schon. Also wo ich vorher gesagt habe, wieso ballern die einfach mein Schiff weg, ist es mittlerweile so, dass es ordentlich viel aushalten kann, wenn man es denn zeitig repariert, was ich jetzt eigentlich mal machen müsste. Reparaturdrohnen gestartet. So. Und dadurch, dass wir jetzt auch, es hat schon mit so viel HP, dass die Reparaturdrohnen es noch nicht mal komplett reparieren können. Und die Artillerieschiffe oder die Masse an Schiffe, wir haben jetzt 8 Schiffe. Oder die ganze Zeit eigentlich schon 8 Schiffe, ist mir nur nie aufgefallen. Und das ist die komplette Flotte. Also bis zu 8 Schiffe können wir haben. Wir mir. Da kommen sie. Da kommt wieder der Dialekt durch. Nächstes Mal wird es dir nicht gelingen. Ja, und zack, 10 Minuten Arbeit. Gibt Credits und gibt Erfahrung. Verstanden. 30 Erfahrung, ich glaube, das ist auch dieser Normalwert, den man immer bekommt. Roger. Also im Schwierigkeitsgrad normal, meine ich damit. Kommt hier noch was vorbei? Ja, kommt hier noch was vorbei? Das ist halt ein bisschen dämlich. Die sind zu schnell für uns, das ist das Problem. Also die fahren einfach vorbei und geben uns noch einen mit. Selbstreparatur läuft. Dämlich. So, Weltmarktneuheiten. Was ist gerade ausgefallen? Stromausfall lässt Produktion stoppen. Kobaltpreis schießt in die Höhe. Auf 92 Credits. Ein Plus von 1. Alwetterparkers. Gerade eben eigentlich noch gesunken, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und jetzt geht's schon wieder hoch. 284. Da hat das wohl jemand genutzt und hat Ei gekauft. Zündzellen, Methaneis, geht alles runter. Das war zu erwarten. Denn alles, was relativ einfach herzustellen ist, wird natürlich zuerst verkauft. So, hier wird jetzt Eis produziert. So, beziehungsweise, nee, Quatsch, es wird nicht Eis produziert, es wird Sauerstoff produziert. So, das ist es. Eis wird hier abgebaut. So. Wir mal diesen hier. Und den. Das heißt, wir haben Energie, aber jetzt fehlen uns natürlich Warnung. Wieder die Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Siedler, ja, ich weiß. Ich bin ja schon dran. Ist alles gar kein Thema. So. Das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger der Knackpunkt an der Sache, dass wir die richtigen Siedler haben. Beziehungsweise später die ganzen Siedler. Es ist erstaunlich, wie groß ihre Kolonie in so kurzer Zeit geworden ist. Ach ja? Okay. Die Siedler in den Schilden. Und es gibt ein größeres Schild. Nächsten Anlauf, glaube ich. Machen wir mal. Schön, Sie zu sehen. Der Mond ist voller Meteoritenkrater. Natürlich ist das ein Albtraum für alle, die dort leben, aber warum machen wir nicht das Beste daraus?
Die Mineralien, die wir abbauen, könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen, von wissenschaftlichen Entdeckungen ganz abgesehen, auf die sogar Ibarra Foxconn eifersüchtig sein wird. Cassian Industries möchte Ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten. Wir werden als Erste das entdecken, wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird. Einzigartig? Ah ja. Ja, ich glaube, das ist irgendein Vorkommen, Iridium, Magnetit oder Graphen oder sowas. Die kann man nämlich... Magnetitgenerator, genau. Das sind diese strategischen Ressourcen, wo wir gerade hier oben nur Iridium angezeigt bekommen. Und die werden in unseren Sektoren oder in bestimmten Sektoren generiert über eine überschaubare Zeit, sagen wir es mal so. Da haben wir dann, ich glaube, drei oder vier insgesamt, überall wo diese Krater dann sind, haben wir am Ende Generatoren. Und das Magnetit ist extrem wertvoll, weil wir das für unsere Fusionsreaktoren brauchen. Also Iridium braucht man für alles, das ist grundsätzlich wertvoll. Die Graphen sind jetzt... Der Vorstand war sehr beeindruckt. Oh, ich habe Steine gesammelt. Mein Vorgesetzter hat mich hergeschickt, um sie zu kontaktieren. Cassian Industries möchte in dieser Angelegenheit ihre Dienste nutzen. Ja, also hier haben wir wieder, halten Nächstes Sie Arbeitskraft, halten Sie dies, halten Sie das. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das am drömmelsten? Titan. Achso, okay. Weil... Die brauchen jetzt Verjüngungskuren. Genau. Dann mache ich das mal anders. Dann mache ich jetzt hier einen hin. Das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich. Ein Sauerstoff ist übrig. Also noch nicht ganz so viel. Hey, haben Sie einen Job für mich? Nee, ich find's nur geil, dich hier hoch zu karren, um dann dir zuzugucken, wie du die Aussicht genießt. Aussicht genießt, ja genau. Genau so ist das. Neue Baupläne verfügbar. Jetzt haben wir den... Strahlung ausgesetzten Angestellten. Eisch. Zwei. Dann den hier. Dann zwei. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ach ja, ist das so. So, dann machen wir hier einen Stopp. Die Titanplatten. Müssen wir mal kurz ein Minütchen warten. 13, 14, 15. Also wenn man baut, ist das natürlich immer eine schwierige Kiste. Oder bauen will. Aber ich sehe es jetzt auch nicht wirklich ein, zu sagen, ja, pass auf, ich mache hier so eine fette Produktion, das kostet Wartung, das kostet Arbeitskraft und so weiter und so fort und ich brauche das 5-6 Minuten, weil ich eben bauen muss und ansonsten habe ich einen Überlauf, also eine unnötige Produktion, wie bei überall sonst oder wie überall sonst. Da lasse ich diese Dinger einfach so, weil es gibt auch nichts oder nicht besonders viel, sagen wir es mal so, wenn wir es verkaufen. Oh, warte mal. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass die Dinger extrem groß sind.
Ich glaube, mich zumindest zu erinnern. Da lass mal gucken, ob wir die hier reinkriegen. Ich wage es nämlich zu bezweifeln. Hä? Was ist das denn jetzt? Neue Baupläne verfügbar. Oh. Ach ja, genau. Das Institut brauche ich ja auch noch. Das wird ja immer besser hier. Okay. Das könnte sogar noch hinhauen. Neue Baupläne verfügbar. Wartungsstation, genau, das ist das jetzt. Das ist Warentransport hier. Verzögert sich. Wenig Logistik. Ursache? Transporterknappheit. Ja, ja, das kommt noch. Das kommt noch. So. Jetzt haben wir hier zu wenig. Nee, da ist er. Zu wenig Energie. Wo wir jetzt wieder warten müssen. Aber gleich schon wieder bei 20 Minuten. Wie schnell geht das denn hier? Aber den gucken wir uns, glaube ich, noch an. Drei Titanplatten, das kriegen wir hin. Kreditwartung. Den könnten wir mal. Was braucht das Modul? Es braucht nur Credits und Titanplatten. Okay. Gut, dann können wir zumindest die Wartungskosten von dem Ding runterschrauben. Ja, das kostet alles übelst viel. Das ist einfach nur das Grundgerüst und es kostet schon 3000 Wartung. 3000 Wartung, alles. 3000 Wartung. Oh, 2000. Die Titanmine. Böse. Absolut böse. Gut, dann haben wir aber jetzt die 20 Minuten mal voll. Ich glaube, ich mach's einfach bei 25 Minuten. Ich meine, scheiß drauf. Ich krieg's sowieso nie hin. Das Ganze so zu machen, wie ich eigentlich haben wollte. Oh, das ist jetzt hier wieder einer, hier, Biokessel. Das heißt, damit können wir das Zeug hier verdoppeln, was eine sehr, sehr geile Sache ist. Wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Gebiet gesperrt? Wieso ist das Gebiet gesperrt? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr gibt's da nicht. 120 Arbeitskraft. Okay, 2. Also plus 6 haben wir jetzt hier. Und von den 20.000 sind wir auch plus 6.000 runter. Genehmigt. Die Route ist offiziell eröffnet. So. Und das ist jetzt der große Knackpunkt. Wir sagen Ihnen Bescheid, mal wieder. Wenn Sie eintreffen. Geh weg. Transferoptionen werden aktualisiert. Ja, nicht mit dem Handelsnetz verbunden. Gut, hier unten brauchen wir 12 und hier oben müssen wir den Raumhafen noch ausbauen. Achtung! Konvoi mit nicht identifizierten Fahrzeugen hat Sektorgrenze passiert. Hallo, können Sie mich hören? Bitte melden. Ich bin Sandra Haynes. Tut mir leid, dass ich in Ihr Gebiet eindringen muss, aber wir haben wohl den gleichen Feind. Ich spreche für die Luna Excavation Corp., sofern Sie diese immer noch anerkennen. Ja, ja, die Schafe eilen zu denjenigen zurück, die sie früher geschoren haben. Aber Vorsicht, die Wölfe sind schon an der Tür. Hören Sie zu. Ich sollte das vertraulich halten, aber Sie sollten wissen, dass einige Angehörige der LEC heimlich zur Erde geflohen sind. Die Global Union hat keine angemessene Lösung gefunden, also wurden sie in die Protektorate der Arktis gebracht. Und nun bin ich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Drake mit einer Flotte Schlachtschiffe unterwegs ist, um sie auszulöschen. Bitte, Sie müssen einschreiten. Du hattest genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen. Und da du es nicht getan hast, musst du jetzt bezahlen. Wo wir wieder beim Thema sind. Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden.
Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Das wäre ein gutes Geschäft. Transferroute ineffizient. Ja. Fehlende Waren. So, was haben wir denn hier? Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Da kommen Sie. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einem Ärger bereiten. Sind unterwegs. Gehen wir hier runter. Wie viele müssen wir denn jetzt kaputt machen? Waren. 19 Schiffe. Sind unterwegs. Das wird ja immer weniger hier. Also ist es wirklich ein Zufall, mehr oder weniger. Es kommt wirklich drauf an, stiehlt er uns nur Waren? Also beispielsweise, was er ganz oft gemacht hat, was mir dann ziemlich egal war, Luxuskost geklaut. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich noch gar keine Luxuskost hergestellt habe. Oder Vitamindrinks klauen. Da hatte ich so viel hergestellt, das war mir dann auch egal. Oder in diesem Falle die Stadt besetzen und Panik auslösen. Das ist dann natürlich die Arbeitskraft fehlt. Was für uns dann nicht ganz so gut ist. Oder das für mein Dafürhalten Schlimmste. Wenn sie einfach sämtliche ein- und ausgehende Waren abfangen und dann bricht in diesem Falle wahrscheinlich auch bei euch einfach das komplette Finanznetzwerk zusammen, weil einfach nichts mehr verkauft wird, es wird nichts mehr verschickt. 12 von 19, nee, dann gehen wir hier runter. Es wird nichts verschickt, es wird nichts verkauft, die ganzen sämtlichen Sektoren leiden. Darunter solltet in dem Falle der Hauptsektor betroffen sein und es ist, man kann es unter Umständen auch einfach ignorieren, wenn man weit genug ist und genug Geld hat. Also ich glaube, mit diesen 1,7, 2, 3, 4, 10 Millionen, was man am Schluss dann hat, wenn man die sowieso voll hat, kann man diese ganzen Sachen einfach ignorieren. Selbst wenn man dann ein Minus von 20.000 hat, sollt oder bekommt, sollte man das Ganze aussitzen können. Koordinaten bestätigt. Das ist vor allen Dingen so, wenn ein Hackerangriff kommt. Sobald wir an der Börse sind. Sollte ich eigentlich langsam mal machen. Aber ich wollte ja eigentlich den Sektor noch haben, bevor ich da reingehe. Die Stadt bauen kann. Das große Problem an der Börse ist wirklich, dass es permanent irgendwelche Käufe gibt von euch. Also ich habe Angst, dass es immer noch mehr oder weniger unbalanced ist. Ich habe so oft irgendwelche Käufe gehabt, teilweise innerhalb von 10, 15 Minuten Abständen, die dann letzten Endes meine komplette Firma aufgekauft haben. Also ich bin sogar dadurch nahezu bankrott gewesen, weil ich einfach kein Geld mehr hatte, um meine Firma zu halten. Denn die ganzen Anteile, das werde ich vielleicht in einem Special machen und dann wieder, um euch das zu zeigen und dann mal wieder zurückgehen zum ursprünglichen Spielstand. Je mehr Anteile ihr von eurer oder von anderen Firmen habt, desto mehr Geld bekommt ihr dadurch. In diesem Falle vermute ich mal, dass es einfach so ist, je mehr Anteile ihr habt, desto normaler ist euer Einkommen. Aber je mehr ihr von den anderen habt, desto weniger Geld bekommt ihr. Das stelle ich mir gerade bei dem Schwierigkeitsgrad noch vor, dass man noch bezahlen muss, wenn man Anteile an einer anderen Firma hat. Ja. Man kann sich hier unglaublich schnell in Rage reden. Das ist unglaublich toll bei Streitgesprächen. Nicht wirklich, aber vielleicht ein bisschen schon. So, haben wir das eine. Ach so, genau. Ich wollte den Raumhafen upgraden. So, damit ich jetzt zuletzt in dieser Folge die Route machen kann. 1500 würde uns das kosten,
So, wir haben 6700 im Plus. Transferroute nimmt Betrieb auf. Es ist ja Wahnsinn, ich glaube, das hat sogar mal gestimmt. Wow! Unverbrechlich, gleichlich. Jetzt müsste ich aber... Ich habe 0, das ist jetzt nicht ganz so gut. Aber... Schön, Sie wiederzusehen. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Das ist jetzt... Scheibenhonig, weil das nicht weitergeht. Naja, gut. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare in die Kommentarsektion, dafür ist sie ja da. Und ich freue mich, euch das nächste Mal auch dabei zu haben, wenn wir dann den Mond weiter ausbauen und wahrscheinlich wieder in die Miesen gehen. Also bis denn dann, ich wünsche euch was, haut rein und ciao, ciao.